Moin meine Seekreuz-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekreuz-Kanal, den Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute haben wir wieder diverse Themen für euch vorbereitet hier an dem Vorweihnachtsfreitag. Und wir wollen euch nochmal auf den aktuellen Stand bringen, wie jetzt genau alles so aussieht, was sich in den letzten Stunden und Tagen hier rund um World of Warships ergeben hat. Also hier sind die Themen in der Übersicht und wir fangen direkt oben an mit den Moderatoren im Forum. Es werden Moderatoren gesucht und zwar von Wargaming wurde ein Post, genauer gesagt von Sehalis, ein Post ins Forum gesetzt, wo dann nochmal genau erzählt wird, welche Anforderungen an euch gestellt werden und ja, wie ihr euch vorstellen solltet und dass das eben eine ehrenamtliche Sache ist, nicht bezahlte Position. Ihr seid auch keine Angestellten dann von Wargaming, sondern ihr dient der Community und helft den Community-Managern dabei, ihre Arbeit zu tun und sie ein bisschen dabei zu unterstützen, die Community sozusagen beobachten, mit der Community zu helfen und am Ende auch den Managern zu helfen. Einfach die Interaktion zwischen allen Spielern und den Community-Managern. Da seid ihr ein Teil dann davon. So. Das ist die Moderation im Forum. Ihr könnt euch quasi jetzt hier bewerben. Hier stehen alle Teile dabei. Ich werde es natürlich wieder unter den Post, unter dem Video in die Beschreibung verlinken, sodass ihr direkt den Weg dahin findet, wenn ihr möchtet. Nächster Punkt ist dann die Exeter. Wir haben die Exeter für euch in 3D. Hier ist das Modell. Ist am Ende eine Leander, die auf T5 gesetzt wird. Vorne zwei Türme, hinten ein Turm. Wir haben einen Health-Pool von 29.400 Punkten. 14,27 Kilometer ist die Schussreichweite. Auf 11 Kilometer geht ihr standardmäßig auf. Das heißt, mit Kapitänskill und Tarnung kommt ihr dann so auf einen Wert von 9,6 ungefähr. Ja, also könnt ihr ordentlich dann aus dem Verdeckten heraus schießen. Ihr habt einen Standard-Nebel, der dann... Moment. Cooldown 160 Sekunden, 3 Aufladungen, Working Time 28 Sekunden, das heißt 28 Sekunden lang wird Nebel ausgeworfen und der Nebel steht dann 96 Sekunden und ja, Cooldown beim Premium-Verbrauchsmaterial steht hier jetzt zumindest bei 160 Sekunden. Ihr habt Hydro, ihr habt Reparaturmannschaft mit 0,5% Punkte der Trefferpunkte des Schiffes, die ihr wiederherstellen könntet und eben ein Schadensbegrenzungsteam. Den Nebelwerfer könnt ihr durchtauschen mit einem Flugzeug und zwar einem Kampfflugzeug, also ein Katapultjäger, so nennt sich das. Torpedos sind auch dabei, 8 Kilometer schwimmen die weit, also ganz nette Dingchen, ganz nettes Schiffchen, 32 Knoten schnell. Wir müssen gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Es ist wie gesagt im Supertest, es kann sich jederzeit noch ändern, alles hier ist Work in Progress. In dem Sinne müssen wir mal gucken, was dann nachher passiert und vor allen Dingen, wie das Schiff dann ins Spiel kommt. So, nächster Punkt ist dann die Santa-Geschenke. Und zwar kommen wir dann hier hin. Ja, wir hatten das hier schon mal vor kurzem. Einer der Flaschenpost hat ihr euch um Weihnachtsgeschenke bewerben konntet. Und ja, es wurden jetzt die ersten Geschenke verteilt. Jetzt gibt es eine zweite Runde. Es gibt wieder 500 Spieler, die sich dann bewerben können. Ihr meldet euch einfach hier oben an. Scrollt einen Ticken runter. Auch dieser Post, genauso wie die vorherigen Posts, wie sämtliche Posts, die hier irgendwie öffentlich sind, werde ich unter unser YouTube-Video natürlich verlinken, sodass ihr schnell den Weg dahin findet. Und ja, dann habt ihr hier einen roten Button, da könnt ihr auf Teilnehmen drücken und dann werdet ihr demnächst dann ausgelost. Die Gewinner der letzten Runde, hier ist so ein kleiner Mini-Link, den übersieht man fast. Ja, da sieht man dann die Gewinner der letzten Runde, eine ewig lange Liste. Wer kann sich das denn alles durchgucken, ohne dabei Augenkrebs zu bekommen? Einfach eine gute Hilfsmittel ist jetzt auf dem Tab, wo ihr seid, Steuerung F drücken. Oben jetzt zum Beispiel M. ARA, ja, eintippen und ihr seht jetzt immer, wie er dann immer weiter das Ausschussverfahren macht, ne? Er zeigt jetzt hier dann die ganzen MA-Varianten an und dann macht er R, also wenn ich mich jetzt selber suche, Maracha, dann geht es immer weiter und so weiter. Ich habe aber schon mal nachgeguckt, ich bin leider nicht mit dabei. Jetzt plinkt er dann automatisch, wenn er dann kein Match mehr findet. Das heißt, er durchsucht die ganze Seite nach dieser Buchstabenkombination oder Zeichenkombination und damit habt ihr eine relativ hohe Sicherheit, dass ihr dann eben nicht dabei wart oder wenn ihr eben angezeigt wird, dass ihr eben dabei seid. Und allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit dem Geschenk. So, nächster Punkt ist dann Merry Little Shipmas. Ihr erinnert euch vielleicht, ihr solltet ihr konntet einen Anhänger, wie soll man das sagen, vielleicht auch Origami, wie auch immer,
basteln und das irgendwie erfassen in einer netten Sache. Und jetzt gibt es die Gewinner. Die Geschenke werden am 22. Dezember ausgeschüttet. Und die Geschenke waren dann hier 24 Tage Premium plus ein Geschenk in 50 Euro für den Platz 1 bis 3. Für die Geschenke, für die Plätze 2 bis 10 gab es mittleres, also große Geschenke, jeweils 2 Stück. Und für Platz 11 bis 24 gibt es 3 mal, also 3 kleine Geschenke. So, und wer ist jetzt hier damit oben bei? Platz 1 bis 3 ist dann hier Yellow Submarine, David 40 und Aufklärer UK. Und dann gibt es hier die Ränge 4 bis 10. Und ja, ich will sie jetzt nicht alle vorlesen. Ihr seid sicherlich benachrichtigt worden. Und wenn nicht, dann seht ihr jetzt die Flaschenpost und guckt dann nochmal später genauer nach. Mr. Fingers zum Beispiel, Stahlkalb ist mit dabei. Und dann haben wir zum Beispiel hier unten auch Butterkeks Modcom mit seinem YouTube-Video, was ich persönlich ziemlich cool fand. Ja, wie gesagt, da könnt ihr dann gerne nochmal raufklicken und euch dieses Video angucken. Das ist irgendwie ganz cool gelungen, ist eine schöne Videoanimation. So, dann geht's weiter und zwar Stahl, eine Übersicht. Ich habe das Gefühl, dass im Moment viele von euch da draußen gibt, die irgendwie Hilfe brauchen bei den ganzen Geschichten. Was kann ich jetzt eigentlich an Stahl verdienen? Wo gibt es eigentlich diese ganzen Sachen? Was kann ich denn sammeln? Und es sind so viele verschiedene Konstellationen und Wargaming hat sich da wieder mal nicht so geschickt angestellt in der Kommunikation, meiner Meinung nach, da einen vernünftigen Artikel zu machen. Wo verdiene ich Stahl? Wo verdiene ich Kohle? Wie viel kann ich denn verdienen? All so eine Sachen. Aber dafür bin zum Beispiel, sind zum Beispiel wir da oder die Community-Kontributoren, die euch da versuchen zu helfen. Ich selber bin zwar kein Kontributor, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, euch möglichst umfassend zu informieren. Also, fangen wir mal an. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Die erste Möglichkeit ist, Stahl zu verdienen im Namen seiner Hoheit. Das ist dieses Event, was so ein bisschen wie die Royal Navy funktioniert. Ihr habt in einem Update 4 Direktiven. Jede Woche kommt eine Direktive raus. Ihr habt 10 bis 11 Missionen. 6 Missionen müsst ihr im Durchschnitt erledigen und dann habt ihr schon die erste Direktive geschafft. Am Ende der 4 Direktiven gibt es Prinz Eitel und wenn ihr die ganzen Aufgaben da erfüllt, kriegt ihr 2000 Stahl. Und darum geht es in diesem Punkt jetzt. Wie bekommt ihr wo welchen Stahl? 2000 Stahl, das merken wir uns jetzt einfach mal. Denn der nächste Punkt ist dann Stahlmonster. Stahlmonster, ja, man will natürlich nicht die Katze im Sack kaufen und deswegen fangen wir hier direkt mal an. Stahlmonster, das ist diese Kampagne, die ihr im Store kaufen könnt. Hier ist sie, wie gesagt, ganz klar, ich möchte nochmal ganz klar von vornherein sagen, bevor sich jemand von euch beschwert, ich will hier keine Werbung für den Verkauf von Artikeln machen. Ich will euch aufklären, was ihr bekommt für euer Geld oder was gerade in Angeboten ist, was vielleicht lukrativ sein kann für Menschen, die Geld für Wargaming oder World of Warships ausgeben wollen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich will hier keine Bewertung vornehmen, dass ihr was kaufen müsst oder nichts. Oder eben, dass ihr nichts kaufen sollt, wie auch immer, sondern es ist eine reine Informationssendung hier und deswegen bitte betrachtet das nicht so als, oh, der macht ja Werbung für Wargaming oder für irgendwelche Premium-Artikel. Ich möchte euch das nur nochmal sagen, sondern es sind einfach reine Informationen. Also, wenn ihr hier die Stahlmonster-Kampagne für 49 Euro kauft, dann bekommt ihr 2019 Dublonen und die Stahlmonster-Kampagne, in der jede Menge Tarnung, Signale, hier nochmal Tarnung, enthalten sind, große Geschenke, Mega-Geschenke und ja, 4000 Stahl und World of Warships Premium Spielzeit gesamt 28 Tage. Ich habe jetzt mal ein bisschen was rumgerechnet und bin auf die Summe gekommen von 35 Euro Gegenwert, allerdings ohne die 2019 Dublonen, die ihr noch mitbekommt, wenn ihr die 49 Euro ausgibt. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, bei 2000 Dublonen müssten wir so ungefähr auch bei 8, 9 Euro nochmal sein, die man da drauf rechnen kann. Und ich glaube, dann sind wir schon bei 45 Euro. Ja, also wie gesagt, die Geschenke sind ja 2,70 die großen, die Mega-Geschenke sind 4,50, die Premium-Spiele sind 28 Tage, 30 Tage kosten 9,95. Das hier sind jetzt, ich sag mal, 9 Euro Gegenwert. Ich habe die Tarnung pro Stück mit 25 Cent ungefähr berechnet. Also, das ist so das, was ich dazu sagen möchte. Jeder muss am Ende selber wissen, ob er das Geld ausgeben möchte. Ihr bekommt eine Menge Gegenwert dafür, wie ich finde, aber ja, die Aufgaben sollen auch nicht besonders schwer sein. Ne? Also ist klar, dieser Feldzug, den ihr dann gekauft haben solltet, oder wie ihr, ob ihr ihn gekauft habt oder nicht,
vom Tag des Kaufs her 180 Tage habt ihr diese Kampagne zum Erfüllen bei euch im Account. Wie gesagt, das wären dann weitere 4000 Stahl, die ihr da holen könnt. Und dann sind wir schon gesamt bei 6000 Stahl. Weiter geht's dann mit Nerven aus Stahl. Sobald ihr im Premium Store hier den Prinz Idol für nur 26 Euro sozusagen kauft, im Verhältnis zu der Stahlmonster-Kampagne, meine ich jetzt, ne, sind's halt ist es halt weniger Geld, bekommt ihr automatisch die Kampagne Nerven aus Stahl mit sozusagen. Sobald ihr die Prinz Idol habt, könnt ihr hier eure Aufgaben erfüllen. Hier müsst ihr 300 Bänder erfüllen, dann gibt es 30.000 EP, dann gibt es 250.000 Schaden in Gefechten, dann nochmal das gleiche und am Ende müsst ihr nochmal 3 Millionen Creditpunkte erstellen oder erzielen. Die Schiffsbeschränkung ist immer Prinz Idol, das heißt, ihr könnt diese Aufgaben nur mit Prinz Idol machen, hat am Ende der ganzen Geschichte aber wieder 2019 Stahl verdient, weil die letzte nach Abschluss der ganzen Reihe gibt es nochmal 19 Stahl oben drauf. Ne? Dann wären wir schon bei 8019 Stahl. Und dann gibt es noch eine Kampagne, von der hat man noch fast gar nichts gehört, nämlich die Macht von Stahl heißt diese ganze Geschichte. Jetzt habe ich hier das schon so ein bisschen übersprungen. Ich mache jetzt hier gleich mal so weit. Die Macht von Stahl sind wir bei Punkt 4 schon. Das sind auch nochmal 2019 Stahleinheiten, die ihr da holen könnt. Und da müsst ihr dann halt das ganz teure Paket gekauft haben. Also dieses hier für 106 Euro. Da ist dieses gelbe Brettchen mit dabei. Und dieses gelbe Brettchen bedeutet, dass ihr diese Kampagne hier mitkauft, nämlich die Macht von Stahl, wo ihr wieder 5 Teile erfüllen müsst. Aber diesmal ist es halt einfach, ne? T3 bis T10. Schiffe sind möglich. Szenario, Zufall, Koop, gewertet, Clangefechte. Das ganze Programm, 219 Bänder, 2019 Base XP, 20.019 Gesamt-EP in allen Gefechten, da zählen denn die Bonis mit rein und 219.000 Schaden in Gefechten und 2.019.000 Creditpunkte verdienen und wie gesagt, dann habt ihr wieder Stahl, dann sind wir nach Adam Riese schon bei über 10.000, bei 10.038, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, an Stahl. Und dann gibt es nochmal zu guter Letzt die, ja, wieder die preiswerte Variante, sage ich jetzt einfach mal, also die, wo ihr kein Geld für ausgeben müsst, nämlich das Schneeflocken-Event. Ihr habt die Möglichkeit, Stahl im Schneeflocken-Event noch zu verdienen, indem ihr einfach die Schneeflocke von eurem Schiff entfernt. Das, wie funktioniert das? Ihr fangt quasi bei den T10-Schiffen an, die ihr im Store, die ihr habt in eurem Account und fangt mit T10 an, geht direkt ins erste Koop-Gefecht, gewinnt dieses Gefecht und schon seid ihr bei Forschungsschiffen bei 100 Stahl und sollte das T10-Schiff, wovon ihr, das werden die wenigsten von euch haben, sollte ein T10-Schiff Premium euer eigen sein, gewinnt ihr für diese Runde 200 Stahl. Und ihr könnt mit jedem Schiff einmalig dann immer diese Aktion machen. Ihr geht, wie gesagt, mit dem ersten Schiff ins Gefecht, gewinnt dieses Ding, geht mit dem nächsten Schiff ins Gefecht, gewinnt dieses Ding und so weiter. Und für jedes gewonnene Gefecht mit jedem individuellen Schiff kriegt ihr jeweils dann bei den T10ern 100 Stahl, bei den T9ern 50 Stahl, allerdings nur bei den Forschungsschiffen. Bei den Premium-Schiffen habt ihr dann T8 bis T10 jeweils 200 Stahl für jeden Sieg. Und wenn ihr dann damit fertig seid, dann könnt ihr euch an die Kohle machen und könnt für T8 bis T5 1750, 400 und 300 Kohle verdienen und bei den Premium-Schiffen von T7 bis T2 runter 1500, 400 und 300 Kohle noch verdienen. Das ist so jetzt mal ein Überblick, was gibt es eigentlich für Ressourcen in diesen Zeiten jetzt mitzunehmen. Wofür muss man Geld ausgeben und was kriegt man von Wargaming geschenkt? Und ich hoffe, dass ich euch jetzt einigermaßen deutlich zeigen konnte, was für Möglichkeiten ihr habt. Ne? Die meisten Events, also die Events laufen mindestens alle bis 22. Januar, teilweise die Stahlmonster-Kampagne eben 180 Tage und so weiter. Das kann man immer so schon mal im Hinterkopf behalten. Also bis 22. Januar habt ihr Zeit, zum Beispiel alle eure Schiffe durchzufarmen. Ne? Zumindest, wenn es um Stahl geht, dann soll es ja bei dem anderen vielleicht schneller gehen als bei dem nächsten. Ja, also müsst ihr selber wissen, das ist nur noch so ein Tipp auf dem Weg, wie ihr das gestalten könnt. Meiner Meinung nach sind Koop-Gefechte der beste Plan, den ihr haben könnt, weil die gehen schnell. In der Regel sind jetzt viele Spieler dabei, die genau wissen, was sie tun müssen, weil sie nämlich alle auf die Idee gekommen sind, Koop zu fahren. Wo es auch geht, ist natürlich in Zufall, in gewerteten und in Szenario-Gefechten. Also wenn ihr gerne Szenario fahrt, dann macht das durchaus Sinn. Aber vergesst nicht, nur ein Schiff einmal benutzen. Das ist das Einzige, was die Bedingung sozusagen ist. Ihr könnt pro Schiff nur einmal Stahl erhalten.
Also einmal diese Schneeflocke entfernen. Das seht ihr immer unten in der Schiffsleiste, wenn die Schneeflocke angezeigt wird, dann könnt ihr da noch die Schneeflocke entfernen. Wenn die Schneeflocke nicht mehr angezeigt wird, gibt es dafür auch keinen Stahl oder keine Kohle mehr. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich zu den Premium-Angeboten. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil sie gerade ein ganz großes Angebot haben. Und zwar ist das, dieses Angebot hier ein Jahr auf hoher See. Zurzeit gibt es Premium-Spielzeit, und zwar Warships Premium-Zeit. Das ist dieses Konto, wo ihr 15% mehr IP in World of Warships bekommt, aber in allen anderen Wargaming-Spielen eben kein Premium-Konto mehr habt, sondern dann nur ein Standard-Konto. Das bekommt ihr aktuell für 39,99 für 360 Tage. Das heißt, ihr sichert euch quasi so gut wie ein ganzes, komplettes Jahr World of Warships Premium-Spielzeit für die Hälfte des Preises. Und wer darüber nachdenkt oder sowieso seine Premium-Spielzeit verlängern muss, der hat jetzt vielleicht ein ganz lukratives Angebot. Außerdem gibt es diese Neujahrsluftschlange, 50 Stück für 12,19 €. Müsst ihr wissen, wie gesagt, es ist nur ein lieb gemeinter Hinweis. Und das soll es dann schon gewesen sein für diese Flaschenpost. Ja, es ist Weihnachten. Ich möchte euch für den Fall, dass ihr die nächsten Videos, also wir werden morgen und so noch das ein oder andere Video für euch haben und auch morgen Abend nochmal einen Livestream machen, wo ihr vielleicht nochmal was mitnehmen könnt, eine Kleinigkeit. Aber ja, wie gesagt, ich möchte euch persönlich ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Ich freue mich, dass ihr immer so zahlreich mit dabei seid und auch so viele Kommentare schreibt, so viele Daumen nach oben da lasst. Vielen, vielen, vielen Dank für eure ganze Unterstützung, die ihr uns zuteil lasst. Zukommen lasst, so ist es besser ausgedrückt. Und wie gesagt, euch und euren Familien frohe Weihnachten und ich freue mich schon darauf, euch in der nächsten Flaschenpost hier auf unserem Kanal wieder begrüßen zu können. Und vielleicht, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, noch ein paar andere Sachen mitzunehmen, vielleicht nochmal einen kleinen Weihnachtscontainer oder so weiter, dann schaltet ihr morgen um 20 Uhr wieder bei uns in den Livestream ein. Und wenn ihr noch was gewinnen wollt, wie zum Beispiel ein Schiff eurer Wahl, dann macht da schnell noch mit bei unserem Adventsgewinnspiel, was aktuell noch läuft, nämlich bis morgen, ich gucke jetzt gerade mal auf das Datum, den 22.12. 12 Uhr. Da kann jeder noch mitmachen, der jetzt, also heute, noch zuguckt oder am Samstag vor eben, ich sag mal, 11.30 Uhr dieses Video eingeschaltet hat. Der kann da schnell sich noch verewigen in die Kommentare und dann habt ihr eine Chance, euer Schiff zu gewinnen. Vergesst nicht euren World of Warships Ingame-Namen und den Schiff, den ihr, was ihr euch wünscht. Und ich bitte euch, den Kanal zu abonnieren. Ich denke, wir sind ein kleiner Kanal, der wachsen möchte und sicherlich wäre das eine schöne Gegenleistung, die ihr uns dafür geben könnt. Ich denke, das ist ein fairer Tausch. Ja, also, ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ahoi und ciao, ciao.